Also wir sind jetzt im Quadrat Mannheim E61. Wir haben hier im 17. Jahrhundert eine Bebauung straßenseitig. Im 18. Jahrhundert hatten wir hier eine sehr reiche Bebauung, ein Palais, von dem wir Reste zu finden versuchen. Für das 18. Jahrhundert haben wir aus historischen Plänen und aus Altgrabungen, die wir 2011 in der Kirche durchgeführt haben, den sicheren Nachweis, dass hier mal ein sehr, sehr, sehr großes, reiches Palais gestanden hat, deren Besitzer und vor allen Dingen deren Besitzerfolge und Wechsel wir auch in den Quellen nachweisen können. Wir haben 2011 innerhalb der Kirche, als dort technische Arbeiten durchgeführt worden sind, haben wir eine Latrine gefunden und die Latrine war vollgefüllt mit zerstörtem Inventar eines sehr, sehr reichen Haushaltes. Also glasierte Irdenware, wir haben Porzellan verschiedener Manufakturen dort freilegen können. Also sehr, sehr, sehr reiche Funde auch aus Glas. Und aus dem Grunde wissen wir, dass eben die Leute, die hier gewohnt und gesessen haben, vermögend gewesen sind und zwar wirklich reich gewesen sind. Das Fundmaterial aus der Latrine beinhaltete also auch chinesisches Porzellan aus der sogenannten Kangxi-Ära von 1660 etwa bis 1720. Wir haben Porzellan aus Meißener Manufakturen gefunden und aus Frankenthal. So etwas in diesem Ensemble, in dieser Menge, noch an keiner Stelle innerhalb von Mannheim gefunden. Da war diese Latrine wirklich sehr, sehr reichhaltig. Das Wichtigste ist erstmal der Bagger, dass der Bagger den Anfordernissen der Archäologie entspricht, also keine gezähnte Schaufel, sondern eine Schaufel ohne Zähne, so eine flache Schaufel. Es wird nach unseren Vorgaben gebaggert. Erstmal der Dreck, der da oben drauf liegt, der Bauschutt und so weiter, wird erstmal weggebaggert, wird aufgehäuft, wird weggefahren. Und dann zeigen sich schon in der Regel die ersten Strukturen drunter, in der Regel Fundamente oder Kanäle oder Brunnen oder Latrinen oder Gruben oder Planierschichten. Das ist so das Übliche, was wir in der Stadt finden. Dann kommt erstmal der große Besen oder der kleine Besen. Dann werden die Fundamente, die Steine, werden dann richtig sauber gemacht, weil wir sie ja dann zeichnen, fotografieren, vermessen müssen. Und wenn man dann nicht so richtig sieht, was da eigentlich für Mauerwerk drin ist, vielleicht sogar mehrphasiges Mauerwerk, weil wir haben ja auch noch eine Bebauung im 19. Jahrhundert und manchmal setzt die sich auf das 18. Jahrhundert oder gegebenenfalls auf das 17. Jahrhundert setzt sie sich drauf. Und da muss man durch dieses Putzen, kriegt man dann doch einen relativ guten Querschnitt über die verschiedenen Bauphasen. Die Strukturen, die freigelegt werden, die werden digital vermessen. Wir haben da ein ganz neues Vermessungsgerät, mit dem uns die Aufnahme doch sehr erleichtert wird. Und wir vermessen das aus dem Grunde, weil A, es kostet nicht viel Zeit. Zweitens, man kann die Vermessungsdaten zwar am Computer bearbeiten und dann auf ein Stadtkataster, was vorhanden ist, drauflegen, sodass wir also auch dreidimensional letztendlich in der Lage sind, die Fundamentreste hier auch zu rekonstruieren. Also Zeitersparnis und letztendlich ist das auch der technische Stand dieser Zeit. Was wir aber auch machen, wir zeichnen mit einem sogenannten Pantographen auch vielteiliges Mauerwerk. Wenn also sehr, sehr viele einzelne Steine, die für uns irgendwie interessant scheinen, zeichnen wir mit dem Pantographen. Und der wird auch später dann vektorisiert, dieser Plan. Also wir gehen da so ein bisschen sehr modern und ein bisschen herkömmlich, was die Dokumentationsmethode anbetrifft. In erster Linie geht es bei den Grabungen um Dokumentation dessen, was wir dort freilegen. Die Funde sind mehr oder minder ein Beiwerk. Ja, ein Loch, was verfüllt ist, enthält Funde. Durch die Funde, die in dem Loch drin sind, können wir das Loch oder zumindest die Verfüllzeit dieses Loches datieren. Ja, wenn wir diese Strukturen jetzt freilegen, zum Beispiel wir haben jetzt eine Abfallgrube freigelegt, dann wird das natürlich dokumentiert mit Fotografie und mit Zeichnung, mit Beschreibung. Und dann wird die Struktur, also das Loch,
wird ausgenommen, die Verfüllung wird entfernt. Und alles, was in dieser Verfüllung drin ist, an verwertbarem Material für die Archäologie, und in der Regel ist das zu 90% Keramik, glasierte Irdenware, wenige Anteile von Fayence, ein bisschen Porzellan, ein bisschen Glas, ein paar Tierknochen, vielleicht ein bisschen Metall, haben wir hier auch schon gefunden. Die werden dann separiert, werden geborgen und werden dann später gewaschen im Museum. Und dann, wir versuchen dann auch ein bisschen das wieder zusammenzusetzen. Und manchmal sind auch Strukturen da, die können im Block geborgen werden. Das heißt, es wird dann mit Folie umwickelt, es wird eingegipst und dann hat man so einen Block, und diesen Block kann man dann richtig, wenn der hart geworden ist, rausnehmen, und er wird dann unter Laborbedingungen von den Restauratoren wieder freigelegt, weil wir uns dann davon versprechen, dass sich innerhalb dieser Struktur etwas befindet, was wir als grobe Archäologen mit groben, großen Händen nicht so wunderbar freilegen können wie die Restauratoren, die dann das auch noch dokumentieren mit Foto und dann sagen, okay, wir haben hier Materialien, die sind sehr empfindlich, die dürfen die Archäologen vor Ort gar nicht in dem Maße anfassen, sondern das ist eigentlich Restauratorenarbeit. Der Untergrund besteht aus Sand, und wenn man tiefer gräbt, aus Dünensand. Das ist durch Überflutungen, Ablagerung des Rheins entstanden. Sand kann man schlemmen mit Wasser und sieben. Und wir haben in C412, und hier haben wir auch geschlemmt. Und zwar bietet sich das an, wenn man tatsächlich Gruben hat, die sehr viel Fundmaterial enthalten, von dem wir nicht sofort sehen können, ob auch kleinste Fragmente, zum Beispiel von Porzellan oder Fayence oder vielleicht sogar Münzen, also Kleinfunde aus Metall, enthalten sind. Dann wird das geschlemmt mit Wasser und Sieben, und der Ertrag ist sehr, sehr, sehr enorm. Wir haben gerade im Bereich C412, wo wir letztes Jahr gearbeitet haben, haben wir Unmengen an Kleinstfunden bergen können, weil wir alles geschlemmt haben. Unsere Grabungsmannschaft besteht aus den hauptamtlichen Archäologen der Reichs-Engelhorn-Museen, die in der Abteilung Archäologische Denkmalpflege und Sammlungen arbeiten. Darüber hinaus kommen natürlich Ehrenamtliche zum Einsatz und sogar eine Studentin aus Heidelberg, die weitere Erfahrungen für ihren Berufsweg sammelt. Wenn Sie Lust haben, in unser Team zu kommen und Sie sich fit fühlen, dann kontaktieren Sie mich. Sie finden uns im Internet mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Sie können sich gerne mal probieren, dann werden Sie merken, wie hart und schweißtreibend die Arbeit sein kann. Und wenn Sie dabei bleiben wollen, dann ist das natürlich für den Laienarchäologen ein wirklich tolles Arbeitsfeld.